Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Leute, aber hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Freunde, was war das gestern bitte für ein Livestream? Wir haben so übertrieben viele Zuschauer gehabt. Über 15.000 Zuschauer manchmal sogar durchgehen. 15.000 Zuschauer. Es haben so viele Leute geliked, die Glocke aktiviert, neuer Abonnent geworden. Wir sind immer näher an diesen 800.000. Deshalb vielen, vielen Dank für diesen ultimativen Support. Aber Freunde, was ist alles in diesem Livestream gestern passiert? Ich wurde attackiert von Stani, von Max und Candy direkt am Anfang vom Livestream. Guck mal, nein, wie ihr mich umzingeln wollt. Du musst dich für dein Verhalten entschuldigen. Du musst zu Rustik gehen. Klär das mit Rustik. Entschuldige dich bei allen Leuten, die du hier unterdrückt hast. Danach können wir gerne wieder miteinander reden. Rustik hat dich angegriffen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich merke doch jedes Mal, wie er anfängt zu lügen. Du hast Rustik kam zu dir. Er hat sich bei dir entschuldigen wollen. Du hast Rustik genommen, hast ihn in deine Base gepackt. Alles voll mit TNT gepackt. Weil er mich vorher in meiner Nein, Base hat er nicht. Hat er zu 100% nicht gemacht. Nein, ich habe alles mir angeguckt. Es ist komplett gelogen. Auch, dass ihr die ganze Zeit mich beschuldigt, dass ich die Festung von Candy oder sonst was kaputt gemacht habe. Zwei ganze Wochen habe ich versucht, das alles mit euch. Natürlich, wie oft habe ich mit dir geredet? Rustik hat sich entschuldigt. Max, du hast mich gestern attackiert aus dem Hinterhalt. Bro. Ich wollte mit dir reden. Ich habe dir diesen Hund gebracht. Anstelle, dass du irgendwie zu mir kommst, mit mir redest, hast du direkt Rustik entführt. Wo ist denn der Hund? Der ist schon wieder weg. Ja, warum ist er abgehauen? Ich habe ihn nicht geklaut. Er kam von alleine zu mir. Weißt du, warum er alleine zu mir gekommen ist? Weil du einfach in dieser bösen Finsternis gefangen steckst. Und ihr realisiert es beide noch nicht mal. Dann willst du mich jetzt töten oder was? Nein, Bro, wie... Ich werde hier niemanden töten jetzt. Guck mal, ich mache euch jetzt ein Angebot. Es gibt nur diese zwei Pakete. Nein, warum aber? Wer sagt das denn? Bist du der Gott der Insel hier oder was? Ja. Du realisierst gar nicht, dass du böse bist. Ich war das nicht mal. Guck mal, die greifen sich schon gegenseitig an. Ich war das nicht mal. Okay, Leute. Okay, Leute, viel Spaß beim Jagen. Die wollten mich in die Enge drücken? Nicht mit mir, Freunde. Ich habe den Mut zusammengenommen, Leute, wegen eurer Unterstützung und habe letztendlich gegen die gefightet. 1 gegen 3 und ich habe wirklich gut Pressure gemacht. Er sagt, er macht uns Hop-Bro, er hat mir ein Herz abgezogen. Ich gebe den mehr Hits als andersrum gerade. Und jetzt spürt mein Zorn! Spürt mein Zorn! Die Verstärkung ist da. Guck mal, jetzt haut er ab, Boah, ich krieg gar keine Hits von euch, Idioten. Hier, vor mir! Bro, er versteckt sich halt nur, das macht ja keinen Sinn, Digga. Jungs, ihr seid gerade zu dritt, was labert ihr für eine Scheiße eigentlich? Aua! Guck mal, die kriegen mich zu dritt einfach nicht klein, Jungs. Checkt ihr das? Ihr seid so schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht seid ihr? Er kämpft im Wasser, weil er keine Verbrennungsschaden kriegt und fühlt sich krass, Digga. Ey, ihr greift mich gerade zu dritt an und denkt, ihr seid cool oder was? Ihr seid gerade zu dritt und denkt, ihr seid cool. Checkt ihr überhaupt gerade, was passiert? Also wirklich. Jungs, lass Wasser gehen am Nahkampf mit Schwert. Ja, komm. Attacke, so. Ja. Jetzt hier drauf. Wo ist er? Er ist unterm Eis. Hier oben. Aua, okay, ich sollte umdrehen. Guck mal, hä? Bro, jetzt low life. Was labern die da bitte? Komm, wo ist er? Er oder ab. Hast du noch einen Stärketrank, Max? Ja, einen noch. Guck mal, die wollen jetzt wirklich komplett tryharden. Die fighten mich zu dritt und haben gar keine Chance. Ihr wollt den Stärketrank trinken? Du bist aber aus dem Wasser hier weg, Bro. Das ist im Wasser. Sio, ich ergebe mich. Ich hab dir nichts getan, du Ehrenloser. Die Waffe ist auf dem Boden. Warum? Guckt euch das an, Leute. Vergiss mich nicht. Hier. Er hat Candy gekillt. Guck mal, er haut wieder ab. Hä? Die sind so schlecht, Leute, wirklich. Die greifen mich zu zweit an, benutzen Stärketrank und alles. Ich hole jetzt Rustik. Letztendlich ist es dann zu diesem Unentschieden gekommen. Ich habe dann auf Rustik gewartet. Rustik kam dann auch in den Livestream dazu. Guck mal, das Ding ist, die kommen immer mit der Argumentation Aktion, Reaktion, okay? Genau. Bro, die haben so viele dumme Argumente von sich gegeben, ne? Ich habe dann auch die ganze Zeit gesagt, guck mal, wenn ihr Frieden haben wollt, wir können das gerne machen, dass Rustik dann keine Strafe kriegt. Weil wenn Rustik eine Strafe kriegt, dann hättet ihr wirklich 10-mal so eine schlimmere Strafe als Rustik bekommen müssen. Die haben absichtlich Hühnchen in Lava getunkt. Ja. Ja, das ist der Riesenunterschied. Und man sieht das bei dir in der Aufnahme im Video, du hast das nicht mal absichtlich machen wollen. Gemeinsam haben wir diese Festung versucht aufzubauen. Letztendlich wurde diese Festung wieder mal gesprengt und immer wieder gesprengt. Die sind gekommen, wieder abgehauen. Bro, die haben hier wirklich die Kisten kaputt gemacht. Bro, das können wir nicht auf uns sitzen. Die haben hier echt gesprengt. Heftig, Alter. Digga, und dann sagt ihr die ganze Zeit, wir sind die Schlechten? Wir sind die Bösen? Also bitte. Wenn das nicht eine Antwort jetzt ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Bro, ich check gerade gar nichts, ne? Die haben das wirklich gemacht.
Bro, und die Leute denken wirklich immer noch, wir sind die Bösen. Was machen wir denn? Was haben wir denn Schlimmes bis jetzt angetan? Digga, die drehen richtig durch, kann nicht nur die Kiste packen. Irgendwann haben wir Timmy gefunden, Leute. Timmy hat sich uns dann offiziell angeschlossen gehabt. Timmy! Hey, da seid ihr! Ey, na klar! Freut mich so, wie geht's dir? Nein, alles gut, wir wollen doch diese YouTuber-Insel nicht hochspringen, das ist doch gar nicht unsere Mission. Ich weiß. Ach so, nein, wollen wir nicht, aber wenn die uns angreifen, dann kommen die. Die kommen. Kommen die gerade jetzt schon? Sie kommen, Sue. Bist du sicher, Timmy? Nein. Was hast du gerade bei dir? Timmy, bleib einfach immer die ganze Zeit hinter uns, okay? Ich habe gerade keine guten Items bei mir, was ich dir geben kann. Sue, du musst dich verstecken. Wohin? Wohin? In das Haus? Versteck dich irgendwo. Egal wo, im Haus. Versteck dich. Crouch und versteck dich irgendwo. Braucht ihr Essen oder so? Ich habe goldene Karotten, wenn ihr wollt. Die wollen sprengen. Was? Boah, da seht ihr gerade wieder. Wie oft sagen wir, dass wir deren Sachen nicht kaputt machen wollen? Wollen die wieder alles hochjagen? Das können die einfach nur. Die wollen diese Insel immer jedes Mal wieder kaputt machen. Ich checke das nicht. Das Ding ist, vielleicht gehen wir auf unsere Türme in den Highground jetzt. Timmy, kann ich dir kurz eine Frage stellen? Kannst du wirklich? Ja, klar, natürlich, komm, frag. Ehrlich jetzt die Frage beantworten. Okay, ich beantworte dir ehrlich, ja, Sue. Arbeitest du mit ihnen zusammen? Nein, aber ich kann dir jetzt einfach nur glauben, egal was ist. Ich glaub, nein, ich kann dir. Die sind da, Sue! Wo sind die? Warte. Es kommt rechts. Bro, ihr wisst, was wir abgesprochen haben gerade. Hey, Alter, das ist Timmy! Hey, Candy, du lass Timmy aus dem Spiel raus! Candy, du bist der Verräter, ich sag dir auch! Nein. Stopp! Ja, Mann! Lauf! Ja, Training. Pass auf, Rustik, die haben wieder ihre Tränke genutzt, das merke ich gerade. Ja, lauf lieber, Rustik. Lauf, Junge. Zieht euch eure Sportsachen an. Alter, da könnt ihr sehen, Leute. Sportsachen. Was machen wir? Alles gut, zieht zurück, die haben ihre Tränke sogar genommen. Ja, haben die. Wenn wir einen rausnehmen, die sind einzeln. Die kamen rüber aus dem Grund, haben Timmy getötet, haben nochmal sein Netherite-Item geholt, wofür er wirklich mehrere Tage gebraucht hatte, um dieses Schwert zu bekommen. Bro. Timmy, der Arme. Timmy, komm raus. Und anschließend dachten wir uns, Leute, nicht mit uns. Wie oft wollt ihr uns noch erniedrigen? Wie oft wollt ihr uns noch respektlos behandeln? Wir sind dann rübergegangen zu deren Dämonenfestung. Guck mal hinter uns, Bro. Ja. Beim Altar, guck du beim Altar, ich guck hier vorne. Ja. Nee, hier sind sie nicht. Bau mal drüben ab, Armin. Bau mal beim Altar ab, dass die nicht rüberkommen. Okay. Hier, yeah, die sind hier! Angriff! Die sind hier, Stabi! Hau ab, Armin, hau ab! Ich treff nicht. Nein! Schnell, Bro! Alles nehmen! Bro! So, 2 gegen 2, was denn? Was ist endlich mal ein richtiger Fight? Was denn? Ihr kleiner Eingreifiger! Endlich mal 2 gegen 2! Ihr seid so ne Quatscher, oh Bro! Oh mein Gott, zieh dich zurück, nimm den ganzen Loot und dann hauen wir erstmal ab! Bro, ihr seid so eine Ehrenlosen, Junge. Die sagen 2 gegen 2. Was ist Ehrenlos? Ihr seid zu 4 gegen 2 gegangen. 2 gegen 2 sagen die, Bro. Hast du alles? Sollen wir euch auch töten? Nein, lass diesen bösen Junge hier. Junge, hier. Ich sag euch, ich werde euer ganzes Boot jetzt sprengen. Ihr seid so eine ehrenlose Stück Scheiße, Junge. Ja, runter mit dir, Junge. Und haben dann letztendlich Armin besiegen können und die Netherite Guards ein bisschen schwächer gemacht. Haben diesen Loot genommen und das Timmy gegeben, sodass Timmy jetzt in der Lage ist, auch sich mal ein bisschen zu verteidigen, Freunde. Falls die bösen Netherite Guards kommen und uns attackieren. Also Timmy, ich zeige euch erstmal, was alles da drin war. Noch nichts bitte nehmen. Nee, ich nehme nichts. Was wird Lukas? Haben wir sonst noch irgendwas? Timmy, guck dir das mal an. Hm? Da in die Kiste reinschauen? Ja. Oha! Okay, das ist krass. Timmy! Okay, Timmy, das ist krass. Ab jetzt darfst du halt dir keinen Fehler mehr erlauben, weißt du? Du darfst jetzt nicht nochmal gefangen genommen werden. Ja, du hast recht. Guck mal, Timmy hat den Vorschlag bedeckt mit Diamanten. Team gut. Nein, achso, ja, stimmt. Warte. Oh, Timmy! Let's go! Die werden ihn so jagen, der Arme, der ist einfach ein Schussfeuer. Ey, das passt aber auch zu meinem pinken Hahn irgendwie, ne? Und deshalb, Leute, wir gehen jetzt uns auf den Weg machen, wir gucken uns das jetzt alles an, wie aktuell die Insel aussieht. Haben die, nachdem ich den Livestream beendet habe, meine komplette Burg kaputt gemacht? Da bin ich echt gespannt und zum Glück gerade vorne. Ich bin online gekommen und habe geguckt, ob es Mr. Coco gut geht. Es geht Mr. Coco gut. Freunde, falls ihr dieses Projekt feiert, dann lasst ein Like, aktiviert die Glocke, weil ich glaube, es wird immer heftiger und heftiger. Ich sag euch, keiner von euch will das eigentlich verpassen, oder? Und wenn ihr wirklich zu mir jetzt steht, Freunde, dann lasst uns mal diese 800.000 Abonnenten voll machen. Wir gucken mal, ob sich irgendwas hier verändert hat. Immer noch die gleichen Schilder. Für einige Zuschauer, die das noch nicht gesehen haben,
Ja, hier nochmal, Sylvie wollen nichts Böses. Ja, ach Freunde, das muss ich mir nicht weiter durchlesen, oder? Ihr wollt echt nichts Böses, das glaube ich selber nicht. Ich zeige euch mal jetzt gleich, wie böse die sind. Falls ihr wirklich den Stream gestern verpasst habt und noch nicht gesehen habt, was sie da für komische Rituale machen, was sie da bauen, dann werdet ihr gleich sowas von erstaunt sein. Ich würde erstmal liebend gern zu unserer neuen Festung gehen. Ich hoffe, die haben das noch nicht kaputt gemacht. Wahrscheinlich haben die noch nicht die Zeit dazu gefunden und waren selber beschäftigt, irgendwelche Ressourcen zu farmen. Aber es sieht gerade gut aus. Die Sachen stehen da noch, Leute, ganz stark. Das hat Rustik hier gebaut. Rustik macht hier so, oh, das sieht echt cool aus, Leute. Guckt mal. Boah, Freunde, da steht alles noch. Das ist aber noch nicht längst hier fertig gebaut. Das ist erstmal der Grundriss. Und ich sage euch, wenn das fertig ist, das wird so geisteskrank aussehen. Das sieht auch schon mal cool aus von Rustik. Hat er echt schön gemacht. Und jetzt gehen wir mal kurz rüber. Och nein, nicht hier schon wieder. Wir gucken uns das mal von vorne an. Haben die irgend vielleicht eine Nachricht oder sowas dagelassen? Kann ja auch sein, Leute, ob die vielleicht eine Nachricht hier für uns dagelassen haben. Ich denke mal, niemand kam überhaupt in diese Reichweite hier von dieser Burg. Weil die erstens vielleicht denken, dass wir hier Fallen platziert haben. Und zweitens bin ich mir sicher, die haben die Zeit nicht gefunden. Die sind gerade so sehr beschäftigt mit ihren bösen Ritualen, dass sie gar nicht die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Übrigens, im Livestream haben wir sogar Vives Keule gefunden gehabt. Das hatten die auch den Jungs entzogen. Irgendwann gebe ich ihm vielleicht einfach das Schwert, dass er vielleicht realisiert, Leute, dass wir zur guten Seite gehören und nicht zur bösen. Das haben die ja damals Lukas abgezogen gehabt anscheinend. Das ist ja wirklich ein relativ altes Item auch von ihm. Ich denke mal, das hatten wir damals noch, als wir gegen Alpha Clan gefightet haben, haben die ihm das entzogen gehabt. Ja, Freunde, ich will euch jetzt liebend gern alles zeigen. Ich bin gespannt, ob die anderen da sind. Ich hoffe nicht, dann kann ich euch das in Ruhe zeigen. Friedenspaket, Rustik ausliefern, gleich Frieden. Kriegpaket, Kampf auf Leben und Tod, Leute. Ich lasse mich hier nicht unterdrücken von denen. Wer sind diese Netherite Guards, dass sie hier die Regeln bestimmen, Leute? Immer wenn ich mit denen reden wollte, wollten die nicht mit mir reden. Aber wenn die hier Regeln machen und mit mir reden wollen, dann muss ich auf alles hören, oder was? Nein, Freunde, das sind Tyrannen. Ich werde nicht meinen Freund einfach so den geben. Wenn Rustik eine Strafe bekommen soll, dann müssen die Netherite Guards auch irgendeine Strafe bekommen. Anders macht das keinen Sinn. Ich bin nur außerdem loyal. Ich werde meinen Freund nicht einfach so weggeben. Und ich versuche mal ganz schnell mich nach oben zu teleportieren. Ist da jemand? Da ist ein Hühnchen. Und hopp. Dafür eine Perle gewastet. Ich spüre doch gerade, hier sind wieder irgendwelche Leute. Lieber ausrüsten für alle Fälle. Und dann zeige ich euch, was die gebaut haben, Leute. Dann zeige ich euch deren Dämonenwerk. Wir müssen schnell hier hoch. Boah, wie sieht's hier denn aus? Die haben alles hier kaputt gemacht. Was ist denn da oben, Leute? Guckt euch das mal an. Die haben ja wirklich noch voll viel weitergemacht. Nein, 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 nein. Wir müssen da oben hin. Ich hoffe, die sind da nicht gerade. Vielleicht bekommen wir irgendwelche Hinweise, irgendwelche wichtigen Hinweise, die vielleicht darauf hindeuten werden, wie die dieses Ritual abgeschlossen haben. Vielleicht kriegen wir irgendwie ein Gegengift oder so, dass wir die wieder zurückkriegen. Dass wir wieder Stani, Max und Armin zurückbekommen auf die gute Seite. Guckt euch das mal an. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Bro, er ist da drüben, er ist da drüben. Hä, die haben mich gesehen, oder was? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Jungs, was baut ihr euch eigentlich da auf? Sagt mir das mal, ich will normal mit euch wieder reden. Stehen bleiben, Junge. Ja, ihr wollt doch immer normal reden, da lasst doch jetzt normal reden. Stehen bleiben, jetzt auf einmal willst du reden oder was, Junge? Ihr wolltet doch auch nie reden. Jetzt, wo deine Freunde nicht mehr da sind, Alter, willst du reden, hä? Ich bin doch gerade zu euch gekommen, um erstmal herauszufinden, was ihr hier baut. Was machst du denn, Candy, auf gar keinen Fall? Lass das tun. Was macht ihr da, Jungs? Jungs, erklärt mir, was macht ihr denn da gerade? Jetzt haben wir dich erwischt, Junge. Jetzt haben wir dich erwischt auf frischer Tat, Junge. Candy, pack deinen Stock weg. Ich will jetzt hier nicht mit euch fighten. Was soll das? Stock eine, hier. Habt ihr gestern nicht realisiert, dass es eigentlich gar nichts bringt, was ihr vorhabt? Wie? Was realisiert? Du hast doch die ganze Zeit, du hast Pferde umgeboxt und alles. Ihr habt doch Timmys Items genommen. Ihr habt Timmy getötet. Junge, und was willst du hier, SU? Ey, Alter! Sogar eure eigenen Monster greifen euch an. Checkt ihr das? Die Monster haben nicht mal Bock auf euch. Essio, Junge, Alter, niemand will dich hier auf der Insel mehr. Du bringst nur Unheil. Ich bringe Unheil. Guck dir mal bitte dein Dämonsauge an. Was ist das für ein Dämonsauge? Lass mal Syrah! Lukas ist da! Auf Syrah! Aua! Hä, Lukas? Komm her, Junge! Lauf, lauf, lauf! Ehrenloser! Geh weg! Warum soll ich laufen, Leute? Ich bin eigentlich, ich hab doch keine Angst. Platte Vibe, nochmal! Hä, denkt ihr wirklich, dass ich gerade in Gefahr war, oder was? Hä, was war gerade mit Lukas los? Denkt ihr ernsthaft, ich bin in Gefahr? Freunde, wir müssen das mal ein bisschen spectaten. Hat Lukas gerade ernsthaft die Netherite Guards attackiert? Gar nicht mehr reden, Leute. Das Reden hat alles gar keinen Sinn mehr. Ohne Reden. Ja, danke, das Reden macht auch gar keinen Sinn. Nächstes Mal direkt drauf. Guck mal, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Unter uns, unter uns. Bro. Nee, das sind so die Pillager sind da oben. Ja, lass die Pillager erledigen. Okay. Haben die mich nicht gesehen? Könnte sein, dass... Hä, was hat aber Lukas davor gehabt, Freunde? Freunde, die sind runtergegangen. Ich zeige euch jetzt den Platz. Ich wollte euch den Platz zeigen. Das war der Grund, warum ich da hingegangen bin. Sue, wo bist du? Müssen reden. Hä?
Will er mich jetzt angreifen aus dem Hinterhalt oder was? Komm zu meiner Brücke. Okay, Leute, wir sollten uns mal beeilen. Wir gehen am besten so schnell es geht zur Brücke. Wenn es zu diesem Kampf gleich kommen sollte, dann fighten wir. Ist mir egal, Leute. Lukas, ich weiß nicht, was du da gerade vorhattest. Vielleicht ist das auch gerade irgendeine Falle, dass du dich mit Stanley und Candy gerade zusammengetan hast, um mich zu dritt gleich zu attackieren. Wenn das der Fall sein sollte, dann, Freunde, wir sind bewaffnet. Ich habe meinen ganzen Loot. Es wird übertrieben eklig gegen Lukas. Keine Frage. Vor allem, wenn Stanley auch dann noch dabei sein wird. Aber ich muss einfach herausfinden, ist Lukas böse oder ist Lukas auf der anderen Seite? Ich muss das jetzt herausfinden, Freunde. Und wenn ich das jetzt heute nicht herausfinde, dann kann ich heute kein Auge mehr zudrücken. Ich werde das in Kauf nehmen und ich werde das einfach riskieren. Freunde, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Wir müssen trotzdem unsere Augen offen halten. Die Frage ist, wo ist er gerade? Was sind das hier für Schilder? Das ist das, was im Livestream gestern passiert ist. Müssen wir uns gar nicht mal durchlesen, weil da eh nur Scheiße drin steht. Ist jetzt eigentlich mittlerweile bei der Brücke? Ich weiß es nicht. Fast down. Herr, komm hinter uns. Nein, die sind dort. Das ist eine Falle gewesen. Das ist eine Falle gewesen. Das ist eine Falle gewesen, oder was? Hä? Das ist eine Falle gewesen. Nein, wir wollten gerade mit der Vive reden. Er hat sich irgendeinen Trank gegeben. Der Vive hat dich angeschlossen, du ehrenloser Junge. Hat er gar nicht. Oh, wie viel Damage er macht mit seinem Trank. Ja, geh mal schön zu Vive, Junge. Wir müssen uns zurückziehen, Leute. Stu, wo bist du? Ich bin bei der Brücke. Hier. Hä? Wo bist du denn, Lukas? Ist das eine Falle oder was? Habt ihr mich alle in eine Falle gelockt gerade zusammen? Nein. Leute, das ist ganz riskant, dass ich jetzt einfach frontal zu ihm gehe. Er kann mich von da oben direkt runterpushen. Wir müssen da hoch. Eine Enderperle schmeißen. Wo sind die anderen? Wo bist du? Lukas, hinter dir. Ist das okay, wirklich keine Falle? Nein, aber Torre, ich muss doch wissen, ist das eine Falle? Wo ist Stanley? Der war doch gerade noch hier. Ich hab dich gerade gerettet, Junge. Ich kann das doch nicht aber wissen. Vielleicht war das irgendwie eine Falle mit euch zusammen. Eben gerade Stanley hat mich wieder attackiert. Nee. Der ist doch hier gerade safe, oder? Ich will nur eine Sache kurz sagen. Ich habe mich gerade nur eingeloggt und wollte oben mal in ihre Base gucken. Und hab da so Steine und sowas gebaut. Und die haben direkt gesagt, ich mach dir nichts. Bleib mal stehen. Okay, ich will dir vertrauen, Lukas. Ja, okay, chill. Weil du mich angreifst, ne? Ich greife dich nicht an. Du hast mich doch auch aus dem Hinterhalt attackiert. Ich hab heute alles dabei, dass wir den Kampf zu Ende bringen können. Auf jeden Fall, ich hab da die Sachen gebaut und die sind dann losgerannt und haben gesagt, oh, das war Stu. Und ich wollte einfach nur nicht, dass du jetzt stirbst, weil ich da Sachen gebaut habe. Weil die haben wieder die Schuld auf mich geschoben, oder was? Ja, ich hab halt gebaut und die dachten, du wärst es gewesen. Weil du warst auch noch da in der Nähe. Auf einmal haben die dich da gesehen. Ja, ich wollte eigentlich ihre Festung angucken. Ich wollte den Leuten zeigen, was sie für gruselige Monumente da bauen. Hast du die das selber gesehen? Die machen da irgendwelche Rituale um 3 Uhr morgens, Lukas. Bitte komm zur Besinnung. Ich hab's auch gesehen. Ich wollte nie mit dir streiten. Ich hab dir den Grund gesagt. Guck mal, das Ding ist, ich sag dir ehrlich, Lukas, jetzt kann ich dir komplett offen und ehrlich alles sagen. Ich hab TNT genommen. Du weißt den wahren Grund. Ja. Ich hab schon damit gerechnet, dass irgendwelche Leute hier komplett ihren Verstand verlieren und anfangen, irgendwelche Rituale zu machen. Und ich hab einfach nicht gehofft, dass du derjenige sein wirst, der damit startet. Und zum Glück bist du es nicht gewesen. Und deshalb mach bitte deine Augen auf. Vorsicht. Stand nicht da oben. Mach Digga, bitte deine Augen so auf und realisiere, wer die Bösen hier wirklich sind. Okay, komm, wir vertreiben die jetzt erstmal aus eurer Burg, okay? Ich helfe dir. Keine Ahnung, was die ganze Zeit für Beef wollen. Ich dachte, du bist der Böse, aber die machen die ganze Zeit Beef. Die machen ja auch die ganze Zeit Beef. Anstatt, dass wir uns alle hier vertragen, nein, Beef. Irgendwelche bösen Rituale. Stanley, komm raus aus meiner Festung. Wo seid ihr? Die wollen meine Festung wieder hochjagen. Ich habe so viel TNT dabei, Leute, wenn die jetzt meint hier irgendwas Lukas machen, meint dann ernst, oder aus. Drücken die mich gerade wieder in die Enge, um komm, mich dann irgendwie rüber, in den Hinterhalt rüber zu locken. Wo sind die? Hä, wo sind die denn? Die waren hier irgendwo. Und jetzt, wenn die mich jetzt attackieren, war es das. Hörst du das? Das ist Candy. Der provoziert einfach nur wieder. Der provoziert die ganze Zeit. Bro. Er kann nur provozieren. Candy, guck mal, Candy und Shani, wenn ihr das hier hört. Ich dachte, ihr seid die Lieben, aber ihr beeft die ganze Zeit mit ihnen. Warum kommt ihr jetzt wieder hin? Und die verbreiten Lügen, das verstehe ich halt auch nicht. Candy, ne? Wenn ich dich jetzt sehe, bist du tot. Candy, wo bist du? Wenn ich den jetzt sehe, ist er so tot. Freunde, was ist das? Was ist mit denen los? Ich glaube, die haben wirklich ihren Verstand verloren. Digga, okay, jetzt reicht's. Das war Trick 17! Wie hast du das gemacht? Er wollte uns trollen. Ich habe hier einfach ein TNT hingesetzt.
Ich checke nicht, wieso er nur am Provozieren ist. Guck mal, Candy ist der Einzige, der die ganze Zeit die Seiten wechselt. Ich kann den Jungen nicht ernst nehmen. Lukas, lass mich mal irgendwie an einem anderen Platz. Der hat sowieso nichts. Ich lass ihm seine Sachen hier. Ja, seine Sachen jucken mich eh nicht. Vor allem er juckt mich am wenigsten. Deshalb komm mal mit. Leute, ich weiß nicht. Können wir Lukas vertrauen? Nicht, dass das alles irgendeine Falle ist. Weil er ist stark, Leute. Wir wissen, dass er stark ist. Kannst dein Dias davor und so okay, ein Schmerzschutzzeug brauche ich nicht. Lukas, komm mal zu mir. Ich muss jetzt mit dir reden. So, okay. Ich weiß nicht, ob wir diese... Ich habe irgendwie Angst, dass Stani noch hier ist. Ja, dann lass uns hier abhauen. Komm mit. Komm, wir haben beide krasse Rüstungen. Lass mal schwimmen. Dann lass uns schwimmen. Okay. Ich folge dir. Du hast Wasserläufer 3, oder? Ja, auch. Okay, sehr gut. Lass einfach hier vorne, da, wo dein Ding zu Ende ist. Ja, können wir machen. Okay. Lukas. Ja. Ich muss eine Sache von dir wissen, okay? Erstens, ja. Hast du diese Schilder gesehen, die ich bei dir platziert hatte damals, vor einigen Tagen? Ja, habe ich. Hast du, und die wurden nicht geändert, entschuldigt. Weil Russik meinte, Max hätte die geändert gehabt und ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest. Russik hat zurückgeändert, weil da stand, Max hat geändert, liebe Grüße Russik. Aber okay, er hat anscheinend wieder das richtig. Das ist das Ding, Lukas, ich will dich auf meiner Seite haben. Du musst dich auf keine Seite hinstellen, ja? Aber ich will nicht, dass du zu den Bösen hingehst, weil wenn diese Bösen wirklich diese Macht von dir auch noch erlangen, dann war es das mit dieser YouTuber-Insel. Dann bin ich mir zu 100%ig sicher, dann können wir eigentlich hier alle nach Hause gehen, dann war es das. Und deshalb, Lukas, mach deine Augen auf. Du siehst, wer die Bösen sind. Nenn mir einen Grund. Ich habe gesagt, das mit dem TNT, da verstehe ich dich ja auch. Da verstehe ich auch, dass du dann quasi die Gegenreaktion gemacht hast, zu mir gekommen bist und alles hochgejagt hast. Zu 100% kann ich nachvollziehen. Deshalb habe ich dann auch aus meiner Sicht meine Fehler akzeptiert. Wenn du sagst, ey, du schließt dich uns nicht an, verstehe ich das auch. Vielleicht gehst du auch alleine einfach deinen Weg, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich würde mich freuen, du mit mir zusammen gegen die anderen Bösen, die hier einfach ihr Unwesen treiben. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Ich sag's dir ehrlich, ich war übelst wirklich, ich war schon richtig angepisst auf dich. Dass du warst der Erste, der so richtig bei mir eingebrochen ist. Aber inzwischen, es ist jeder bei mir in der Base. Bro, jeder macht bei mir alles kaputt. Ich habe Max sogar gestern live erwischt, als er da war. Du hast ihn live deswegen, erwischt, er war Ahnung. Live dort, als er du gerade online gekommen noch, bist. Ich habe ihn auch angegriffen und so und er hat gesagt, ja, pass auf dich auf und bla bla. Deswegen mit den Hampelmännern da, ich weiß gar nicht, Netherite, Loser oder wie die heißen, mit denen werde ich eh niemals ein Bündnis machen. Und eigentlich habe ich gesagt, dass ich mit dir kein Bündnis mache, halt weil wir Streit hatten. Aber ich sag's dir ehrlich, ich glaube, für die gesamte YouTube-Insel wäre es halt das Schlauste. Eine Sache wollte ich auch nochmal hier loswerden. Ich weiß nicht, wie das Bündnis mit dir und Stani und Max war, aber ich habe mein Bündnis mit denen das sogar schriftlich gemacht. Ich habe schriftlich das auf Papier aufgeschrieben gehabt, aber die haben mich trotzdem hintergangen. Komplett, die haben auf mich gespuckt. Verstehst du das? Bei mir genauso. Bro, wir hatten Kämpfe und so. Die haben nie mir Bescheid gegeben. Genau. Die mir Bescheid geben, ja. Nicht ein einziges Mal, Lukas. Und stattdessen haben die jetzt zusammen gesorgt, irgendwie, dass Candy bei denen reingeht. Die wollen wahrscheinlich Alphastein auch nochmal in ihren Bann ziehen. Sogar Armee ist jetzt auf deren Seite. Die wollen alles zerstören. Pass auf. Wenn wir uns verbünden sollten, okay, dann musst du mir schwören, auf wirklich auf alles, was du hast, dass wir uns nicht in den Rücken fallen. Ich habe keinen Bock auf so ein Kindergartenbündnis, wo wir uns dann zwei Fights helfen und beim dritten, oh, ich schließe mich jetzt den Netherguards an. Also entweder halten wir die Insel hier komplett friedlich und bekämpfen das Böse, oder wir gehen getrennte Wege, weil ich gar keinen Bock auf unnötig Streit und sowas habe. Wir müssen am besten auch noch Russik dazu holen. Und Timmy. Russik? Ja, damit du auch nochmal deren Sicht verstehst. Damit wir alle miteinander reden, weil es macht ja keinen Sinn, dass du und ich uns vertragen haben, aber du zum Beispiel noch mit Russik irgendwie Beef hast. Deshalb Bro, mit Russik habe ich eh kein Beef. Der ach, war hast du nicht. Und mit Timmy, Timmy war ja auch bei dir. Ich will halt nicht, dass du auf Timmy sauer bist. Timmy hat mich auch geklaut, Bro. Das ist das Ding. Und deshalb machen wir vielleicht irgendwie nochmal so ein Treffen. Klar, dass wir alle zu viert irgendwie warte, du bist ja gut mit Timmy jetzt, ich bin gut mit beiden, ja. Okay, dann sag ihm, er soll es bei mir entschuldigen und mir ein Entschuldigungsgeschenk machen, ansonsten... Macht er 100%, glaub mir, er hat so eine nette Seele, also wirklich. Der Arme wird auch von allen attackiert, der hat seine ganzen Idols verloren. Ich hab's gesehen, der wurde ja auch von denen richtig gemobbt und sowas, Digga. Ja, und im Livestream... Ich weiß eh nicht, was die machen. Überleg mal. Die Unruhen und... Absolut, wir sind jetzt über 2 Monate auf dieser Insel und zum allerersten Mal hatte Timmy einen Bogen in seiner Hand. Überleg dir das mal. Checkst du das überhaupt? Da kam unten diese Meldung, dass er einen attackiert hat mit Bogen. Da war quasi dieses Ereignis dort. Da haben wir realisiert, der arme Team hat bis jetzt noch niemanden attackiert. Glaub mir, der hat wirklich eine gute Seele. Wir machen es jetzt so, wir geben uns jetzt die Hand, okay? Und dann ist das Bündnis offiziell. Wir brauchen keinen Vertrag oder so unterschreiben. Es ist einfach, es geht einfach um die Ehre, Bro. Ich werde lieber down gehen, als dass ich dich irgendwie hintergehe. Ich vertraue dir gerade so sehr, dass ich meine Items droppe. Du kannst mich jetzt killen und kannst mich jetzt theoretisch töten. So sehr vertraue ich dir. Nein, das Bro, soll komm, einfach nimm. Zeigen, dass ich dir zu 100% vertraue gerade. Nimm. Danke dir. Oh, ich habe gar keinen Loot, gerade keinen Platz, warte. Hast du noch deine ganzen Villager? Ja, habe ich auch. Ich kann dir auch gerne zeigen, wo die sind. Ich will dir vertrauen. Nee, alles gut, Bro. Ich will nur sagen, ich habe auch noch alles. Wenn wir jetzt wirklich offiziell ein Bündnis haben, dann müssen wir jetzt alles reißen. Fehlt dir irgendwas, was du brauchst? Also ganz kurz. Boah, ich habe immer Angst, wenn ich Bündnisse eingehe. Ich sag's dir ehrlich. Ich habe immer Angst, irgendwie dann doch wieder
im Nachhinein, dass du dich doch anders entscheidest oder keine Ahnung was. Lukas, ich verstehe dich zu 100%, aber glaub mir, ich will nichts Böses. Ich will einfach nur, ich will den alten Stanley und den alten Max zurückholen. Das ist meine Mission. Willst du das nicht auch? Merkst du nicht selber, wie die sich verändert haben? Doch, auf jeden Fall. Das waren Ehrenmänner, was ist mit dir passiert? Ich will die zurückholen. Ja, Real Talk. Okay, komm. Lass uns mal hoch zur Burg gehen. Zeig mir mal, was ihr bis jetzt gebaut habt, weil ich würde mich dann, wenn, anschließen und da auch mitbauen. Ja, komm, lass uns schnell direkt hoch. Ja, okay. By the way, nicht, dass die Jungs da oben noch Stress machen oder so, ne? Das kann sein, dass wir genau in dem Moment jetzt... Oh mein Gott, das wäre gar nicht gut. Lass uns schnell hoch. Ja, ich bin nicht so schnell, warte. Okay, Freunde. Als ob wir das gerade wirklich geschafft haben. Als ob wir jetzt Lukas auch noch auf unserer Seite haben. Und ihr habt gesehen, ich habe gerade sogar riskiert. Ich habe ihn in dem Moment so sehr vertraut, Leute. Ich merke das einfach. Ich habe gespürt, der will mich nicht verarschen. Und in dem Moment, wenn er wirklich auf der Seite von Stanley gewesen wäre, hätte er jetzt mein Loot geklaut, hätte mich gekillt. Ich würde sogar meinen Dreizack verlieren. Beide würde ich verlieren. Und er hätte im nächsten Moment alles den Netherite Guards gebracht. Aber ich denke mal, wir können ihm wirklich vertrauen. Und deshalb, Freunde, Team gut, Hashtag Team gut. Wir haben jetzt Lukas auf unserer Seite. Und wir werden alles dafür geben, dass wir Amir, Stanley und Max zurückholen. Freunde, ich bin gehypt. Let's go, Mann. Ja, ich bin hier oben. Okay, die haben hier anscheinend nichts kaputt gemacht. Ich kann dir mal kurz erklären, was wir hier vorhatten. Und zwar, wir wollten hier diese Main-Festung bauen. Achso, Zombies. Ja, Zombies. Oh, wie du ihn weggekickt hast mit Rückstoß 2. Ich habe sogar überlegt, Rückstoß 2 auch aufzuklatschen, aber ich habe es dann sein gelassen. Aber wenn es ums Dingens geht, ist das hier der Key. Oh, ich habe zwei Herzen gerade fast verloren. Stark. Ja. Wir haben auch noch einige Tränke und dann kann ich dir auch einige Sachen geben. Brauchst du irgendwas? Ich habe alles. Hast du auch alles? Okay, sehr stark. Brauchst du irgendwas an Verzauberungen noch? Ich habe eigentlich alles außer Plünderung 3. Plünderung 3. Ich habe alles. Also eigentlich habe ich alles außer Plünderung 3. Bring ich dir mit nächstes Mal. Boah, danke dir. Also Lukas, ich erkläre dir, was wir hier vorhaben. Wir wollen hier unsere Main-Festung bauen, ne? Die Festung der Gerechtigkeit. Hier drinnen werden dann du, ich, Timmy und Russik leben. Dann haben wir hier auf der Seite, haben wir hier quasi unsere kleine Farm, ne? Und Timmy wollte hier noch so einen Tower errichten. Du kannst auch irgendwie... Hörst du mich gerade noch oder war ich zu weit weg? Ja, ich höre dich noch. Ja, doch. Und wenn du willst, kannst du hier auch irgendwo... Such dir irgendwas aus und bau auch gerne. Boah, Digga, dieser Schnee, ne? Ja, das Schnee ist so nervig. Ist echt nicht normal. Such dir irgendwas aus und bau natürlich auch dann irgendwas da drauf. Such dir irgendwas aus. Hast du eine Idee, was du bauen kannst? Boah, schwierig. Was kann ich bauen? Wenn du willst, kannst du auch so einen Turm oder so bauen. Oder damit dieser Schnee. Ja, warte, ich helfe dir. Ich hol dich raus. Warte. Ich hol dich da raus. Weil du an mich glaubst. Letzte Folge habe ich deine Base auch komplett zerstört. Digga, und jetzt sind wir einfach verbündet. Hä, ich check das gerade selber nicht. So krass. Ich wollte die ganze Zeit vertrauen, aber irgendwie konnte ich das einfach nicht. Ich hoffe, du verstehst mich da auch. Es ging einfach nicht. Bro, ich sag dir nur wirklich eine Sache. Ich habe es schon 10-mal erwähnt. Ich habe... Bitte sei einfach treu, Bro. Ich bin treu. Warum soll ich so unloyal sein wie die anderen? Boah. Ich mach das nicht. Vertrau mir, Lukas. Was hast du da? Ich habe einen Fernrohr in der Hand. Ich wollte dein Auge angucken. Warte mal, es gibt Items, die du nicht hast? Hä, Bro, ich wusste doch nicht, dass ein Fernrohr ja, okay, Minecraft weißt gibt. Du was? Als Willkommensgeschenk werde ich dir einfach ein Fernrohr basteln. Oder weißt du was? Du kriegst mein Fernrohr. Ehre. Und das ist einer meiner Lieblings-Items. Es gibt keine Aufnahme, wo ich da mit nicht rumrenne, mein Freund. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich. What? Ja, das ist richtig cool. Ich belausche immer die anderen, was die so machen, weißt du? Das ist geil. Ich habe noch ein anderes Geschenk für dich. Guck mal, das Ding ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns vertragen werden. Aber ich wollte dir das einfach als Symbol zeigen. Guck mal, ich habe dir dein Item wieder zurückgebracht. Das hatten die übrigens geklaut gehabt. Weißt du noch ganz früher? Da steht dein Name drauf. Vives Keule. Ja. Von ganz, ganz früher? Das haben die einfach bei sich noch in den ganzen Kisten gehabt. Mit Mending drauf sogar noch. Ja. Ich wollte das einfach so wieder zurückbringen. Aber letztendlich haben wir uns eh vertragen. Von daher freut mich das, Lukas, dass wir jetzt in diesem Bündnis sehen. Ich habe echt Bock, mit dir zusammen einfach diesen Frieden herzustellen. Und deshalb, Lukas, Team Gutmann, willkommen! Team Gut, Junge, let's go. Wir brauchen noch einen Namen. Wir müssen noch einen Namen überlegen. Hast du noch einen ganz anderen Namen? Ja, lass doch irgendwie. Jetzt, pass auf, da ist ein Böser von den Netherite Guards, ey. Weg mit dir, böser Creeper. Wo? Hab ihn. Okay, besser. Okay, lass zusammen mit allen noch Namen entscheiden. Ich glaube, das wäre ganz geil, oder? Das wäre nochmal richtig geil. Zu viert mit Timmy und Russik. Oh mein Gott, für den Frieden hier bei der Insel. Das wird einfach geil. Okay, pass auf, ich habe mir gerade Gedanken gemacht. Ja. Ihr habt ja hier eh schon voll viel gebaut, ne? Ich glaube, ich werde hier, guck mal, wo der Baum ist, da werde ich einen Turm bauen. Oh, genau dort. Das ist sogar richtig gut, weil du dann relativ weit vorne bist und von dort aus direkt uns mitteilen kannst, wenn wir attackiert werden sollten. Ja. Und ich meine, mit dem Fernrohr siehst du ja von dort oben dann alles. Mit dem Fernrohr kann ich sehen, Mann. Ganz genau. Okay, warte mal. Sind das eure Öfen oder was? Oh, Creeper. Bro, warum benutzt ihr keine Trichter oben drauf? Ach was, mit Trichter geht das besser oder wie? Wie funktioniert das dann? Ist einfach nur ein Trichter drüber, da kannst du dann Cobblestone reinmachen und dann geht's alles ein bisschen schneller. Oha, richtig Und wir müssen hier mal ausleuchten, ne? Ja, machen wir auf jeden Fall. Mach ich noch.
Das kannst du ja gerne machen, weil ich müsste gleich weg, weil meine Aufnahmezeit ist gleich vorbei. Ja, easy. Ich gehe jetzt mal gerade nach vorne, wo ich den Turm baue. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Okay, Lukas, und vergiss das nicht, ich werde dich nicht verraten. Und deshalb hoffe ich auch, dass du mich nicht verraten wirst. Weil ich wurde von diesen ganzen Leuten so oft schon verraten. Egal, ob es Candy war, egal, ob es das Bündnis mit Max und Shani. Sogar die haben mich verraten und von denen hätte ich das echt nicht gedacht. Umso mehr hoffe ich einfach, dass wir bis zum Schluss jetzt dieses Bündnis haben. Ja, 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 safe machen wir. Okay, pass gut auf dich auf. Okay, Mann. Mega geil, Mann. Freut mich. Wir sehen uns. Team gut. Ciao, ciao. Was? Freunde, wir sind jetzt wirklich mit Lukas in einem Bündnis? Checkt ihr das gerade überhaupt? Als ob. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er zu uns kommt. Wow. Ich habe damit eigentlich gerechnet, dass er entweder zu den Netherite Guards geht oder einfach neutral bleibt. Aua, ich habe einen Pfeil im Kopf einfach. Zum Glück nicht von den Bösen. Aber, Freunde, letztendlich ist er jetzt auf unserer Seite. Ich hoffe so sehr, dass er uns nicht hintergehen wird. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei ihm. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass Timmy, Lukas, Rustik und ich zusammen wirklich die Jungs wieder zurückholen werden. Geil, Mann. Ich freue mich.